unseren Feierabend, Bruder. Ich brauche nichts zu sagen. 10 von 10. Auf Osans Empfehlung, also der meinte zu mir, das ist der beste Grillgemüse-Kebab hier in Berlin. Ich hoffe, deine Empfehlung enttäuscht mich nicht. So, dann gehen wir mal rein und bestellen einen Gemüse-Kebab. Ich bin jetzt hier drinnen und ich werde jetzt gleich bestellen. Also Osan meinte zu mir, ich soll Soßen komplett, Gemüse komplett, Salat, Zwiebeln ein bisschen und scharf. Ich könnte wissen, mir denken, warum seine Klicks vielleicht gerade sinken, weil die Tonqualität einfach richtig räudig ist. Aber die wird bestimmt gleich besser. Pulver. Also Osan, ich werde die Kombination jetzt testen und dann werde ich es bewerten. Soßen komplett, Gemüse komplett, Salat, Zwiebeln ein bisschen. Nehmen die mit einem zweiten Handy auf oder was? Krass. Und Schafpulver. Steifen, Osan, steifen. Weiter so, Osan, steifen. Also so sieht auf jeden Fall die Ambiente aus. Sehr wunderschön hier. Sieht sehr schön aus. Das sind ein paar Zeitungsartikel. Da kritzelst du einmal da so 376 dran. Und sofort. Kritzelst hier hin. Hier. Okay. Ich lasse überall mein Markenzeichen da. Schaut euch das mal an, was ich hier an der Wand gefunden habe. Einfach Trinksuchti. Steifenosern. Deswegen bin ich gespannt. Also ich werde auf jeden Fall sehr kritisch sein, was diesen Döner hier betrifft. Zieh dich warm an, Osanabi. Also ich finde dieses Bestellungssystem hier sehr gut. Wir haben hier eine Nummer und oben wird dann angezeigt, wann die nächste Bestellung kommt. 276 ist die Nummer und wir sind 281. Steifen, Osan, steifen, weiter so. Was ist das? Das ist ein Insider. Was sagt er denn die ganze Zeit mit Mosan, Osan oder so? Weiß ich nicht, was er da die ganze Zeit redet. Steifen, Osan. Was sagt er denn da, Mann? Was heißt denn das? Steifen, Mosan. Döner ist jetzt angekommen, Osan, und hier bin ich mit dem Mitarbeiter. Möchtest du irgendwas sagen zu Osan? Grüße an dich, geh raus, Osan. Komm mal wieder vorbei, ess mal den Döner, probier den und sag deine Meinung wieder dazu. Probier ich den und dann sage ich meine ehrliche Meinung. Ich bin auf Empfehlung von Osan gespannt. Ich bin auch das mal. Gespannt. So. Danke dir. Dankeschön. Der beste Döner, den ich hier. Helfen, Osan. Bring ihn bitte nochmal. Osam, komm mal näher. Was hast du gemacht, Osam? Osam, du hast alles gebumst. Was hast du hier angestellt, Osam? Osam, was hast du angestellt, Osam? Osam, ich habe so ein Rohr. So ein Ding. Osan, Feierabend, Bruder. Ich brauche nichts zu sagen. 10 von 10, Bruder. Meine Reaktion sagt alles. Also ich sag's euch, Jungs und Mädels, ich habe den auch gegessen. Ich fand ihn gut, aber 10 von 10 oder der Beste oder so finde ich völlig überbewertet. Man muss auch immer sehen, ich habe eine Bewertung, nur weil ich einmal da war. Ich hätte auch 5 mal anders hingehen können und alle anderen 4 wären besser gewesen. Die fand ich nicht. War ein guter Gemüsedöner, aber für mich zählt auch, Gemüsedöner bleibt ein Gemüsedöner. Die kaufen den Spieß alle beim gleichen Laden, Mann. Ob ihr bei Mustafa, bei Superhahn, bei Eddie's Kebab, das ist alles das, vom Fleisch alles das Gleiche. Der eine macht dies Gemüse, der andere das Gemüse. Für mich, ich mag die auch, so, ich finde die geil, aber es ist immer noch, das will ich damit sagen, nur ein Gemüsedöner. Boah, geil. Ohne Witz, Osan, danke dir für die Empfehlung. Geiles Ding, gibt's nichts mehr zu sagen, ja. So, der Abi hat mir jetzt noch eine Falafel gegeben. Ich werde die mal probieren. Boah, Ruhe. Geil, ohne Witz, geil. Also, die sind hier wirklich sehr lieb, wie ihr sehen könnt. Kommt auf jeden Fall hier vorbei. Osan hat's mir empfohlen. Osan, Abi. Osan. Schönen Gruß an Osan. Okay, schönen Abend. Ja. Tschüss, salam aleikum. Steifen, Osan. Schönen Gruß an Osan. So, wir sind jetzt hier vor einem Süßspeisenladen, der nennt sich... Also Wertung war geiles Teil. Von ihm, ja, 10 von 10, sagt er, von dem Döner. Habe ich, glaube ich, eine 8,2 gegeben oder so. Christian? Steifen. Doch, er ist doch dabei. Und ich bin hier mit einem sehr besonderen Gast heute. Willst du dich mal vorstellen? Hallo, ich bin der Osan und bin heute mit Laso Cheesecake essen. Schönen Gruß an Osan. Ich bin gespannt. Ich habe draußen noch nie Cheesecake gegessen. Steifen. Also Steifen. Ich habe nur in Kurdistan Cheesecake gegessen. Aber jetzt sind wir hier vor San Sebastian. Ja, wir gehen jetzt mal rein und bestellen Cheesecake.
Schönen Gruß an Osan. Ja, wir haben jetzt bestellt. Was haben wir bestellt? Wir haben Cheesecake bestellt im Cheesecake-Laden oder sonst was. Wir haben Cheesecake bestellt mit Schokosoße. Wie geil das aussieht, Bro. Oh mein Gott. Ich möchte auch bitte so. Boah, geil. Hey, sollen wir einfach alle vier so essen? Ja, wir essen einfach so alle. Okay, geil, Alter. Und dann testen wir das ganze Ding und bewerten es auch. Also optisch auf jeden Fall eine 10 von 10, würde ich sagen. 10 von 10 auf jeden Fall. Schönen Gruß an Osan. So, wir haben jetzt den Cheesecake bestellt, so mit Schokoladensoße und Pistazien obendrauf. So sieht es aus, wenn ich jetzt so reinsteche mit dem Löffel. Mein sieht Gott. Schon geil aus, Alter. Das ist eine Wolke. Guck mal. Ja, was ist das? Eine Wolke, Alter. Ja, krass, okay. So ein Ding habe ich. Das ist das beste Cheesecake, was ich hier gegessen habe. Ehrlich? Das Beste. Digga, es zergeht im Mund, oder? Das, boah, ich habe lange nicht mehr gegessen. Das ist schon anders, ohne Spaß. Das ist schon anders. Das ist kein Cheesecake mehr, Digga. Das ist eine Wolke. Ohne Spaß, das ist geil. Was sagst du? Bombe. Ohne Witz. Schönen Gruß an Osan. Ey, Bruder, ohne Spaß, was ist das? Ja, das ist eine Creme, es ist Alter. Echt cremig. Einfach cremig. Und die Soße kommt auch ideal, oder? Ja, krass. Es ist nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Optimal. Die kommen genau perfekt, oder? Optimal. Ey, boah, ja, das ist krass. Ohne Spaß. Boah, guck mal, Alter. Wie geil das aussieht. Du hast die Pistazie, du hast hier den Cheesecake. Schöne Grüße an Osan. Mal gucken, ob ich nochmal einblendet. Und du hast diese Schokosoße. Also der ist schon eine 10, Digga. Ich würde auch sagen 10. 10 von 10. Der ist auf jeden Fall eine 10. Bruder hat den Teller aufgegessen. Alles 10 von 10 heute, Mann. Krass. Du musst runterkommen, sonst direkt weg. Also auf jeden Fall ganz wildes Ding, Bruder. Das ist aus wie ein Picasso, Alter. Guck dir das mal an, Mann. Und auf der geilen Kamera, iPhone 13 Pro, kommt das noch geiler. So, ich bedanke mich auf jeden Fall bei Osan. Dankeschön. Bruder, gerne. Immer wieder gerne, Bro. Wenn du in Berlin bist, dann du weißt, du kannst mich anrufen. Okay. Jederzeit, wann du willst. Okay, ihr habt's gehört. Es wird vielleicht einen zweiten Teil geben, wenn ihr Bock drauf habt. Checkt Osan ab. Link ist unten in der Beschreibung. Aber dann essen wir Döner zusammen. Okay, dann essen wir Döner zusammen. Alles klar. Schönen Gruß an Osan. So als... Er bringt die nochmal. Wir probieren mal Sushi in Berlin. Das wäre dann bei Mr. Hai. Ein Zuschauer von mir hat mich auf Instagram angeschrieben, hat gesagt, da musst du unbedingt Sushi essen. Also jetzt gehen wir auf jeden Fall Sushi essen. Geht. Das finde ich aber geil, dass er mit einem Instagram-Follower essen geht, so fühle ich. Chillt, bra, gechillt. Hier ist unser Platz und hier ist so ein Fließband. Da können wir uns einfach Sushi rausnehmen und anfangen zu essen, was wir wollen. Da gibt es auch Dessert. Oh, das nehme ich hier direkt. Das nehme ich mir. Das ergatter ich mir. Geil. Man merkt schon, sehr qualitativ. Da einmal reingucken hier. Ist gut. Ich habe bei mir in der Gegend Sushi gegessen. War billig. Aber jetzt steif, ehrlich. Ganz. Hier haben wir auch Wasabi. In Kurdistan sagt man dazu Wasabi. Berlin ist die beste Stadt, um zu essen, ja. Denke ich mal, oder? Safe. Foodspots, ja. Foodspot. Hier haben wir noch ein Sushi mit Lachs. Das ist Mayonnaise, glaube ich. Oder? Mayonnaise und, keine Ahnung, Avocado und so Zeug und Reis. Jo. Juten. Ich habe gehört, Sushi muss man eigentlich so eintun. Ohne Witz. Mmh. So ein. Also Sushi hier, bombastisch. Ich kannte die nur aus der Dose damals, aber jetzt geht's uns gut. Boah. Wir haben jetzt nochmal extra Calamari bestellt hier. Weil der Jakob hat bitte gesagt, sag 10 von 10, ja Mann. Probieren. Das wäre dann das erste Mal, dass ich das hier esse. Bin gespannt. Oh. Krass, oder? Das ist echt krass. Bro, das ist echt krass. Du hast nicht zu viel verschwommen. Ich finde, das ist bis jetzt das Beste. Bis jetzt. 10 von 10, ohne zweimal nachzudenken. Was sagt ihr? Nee, so. Das ist ja unglaublich gut. Bestes Sushi. Werde ihn anders zu essen, anders.
So, ich habe mir jetzt diesen Pudding hier rausgeholt. Oder Kuchen, ich weiß jetzt nicht, was das ist. Das hat mich irgendwie angesprochen, so. Also ich bin gespannt, wie das Dessert hier schmeckt. So sieht das aus. Also es schmeckt sehr gut. Ich würde euch gern die einzelnen Details sagen, was da alles drin ist und so. Aber ich habe keinen blassen Schimmer davon. Ich kann nur sagen, ob es schmeckt oder nicht. Ja, guckt immer noch. Schmeckt super. Steifen. Schönen Gruß an Ozan. Also Fazit, eine 10 von 10. Also wenn ihr in Berlin seid, kommt auf jeden Fall bei Mr. Hai oder wie heißt? Mr. Hai Shabuki heißt er. Mr. Hai Shabuki essen. Das beste Sushi in Berlin. Sushi war top, Dessert war top. Ich fühle ja, wenn Leute 10 von 10 geben, so, ne? So, und ich fühle beide Seiten. Aber gleich dreimal 10 von 10 in einem Video, ohne das zu kennen, ohne zu sagen, ich fahre jetzt und zeig euch meine 10 von 10 und die 10 von 10, ist schon ziemlich hart. Sollen jetzt noch kommen, so. Oder wo ist die Kritik? Oder keine Ahnung, wisst ihr? Aber gut, vielleicht waren die alle perfekt. Was heißt vielleicht? Dann waren alle perfekt in seinen Augen. Und das ist richtig so.